Oh, es ist ja nicht mehr so. Ja, der hat nur gepufft. Jetzt pufft er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob... Ein Pfeil, bitte. Ja? Ja, natürlich. Und auch ein Elektropfeil? Ehrlich? Das ist so ein Wasserdings, der ist bestimmt anfällig dagegen. Kopf? Jetzt einfach. Ganz schön mies war das. Er schien mir ganz mächtig. Aber es gibt auch immer mehr Schaden, wenn du den, ne? Ja, ja, unbemerkt. Ah, hier, das brauchen wir, wenn wir Boot mit dem Boot wollen. Ja, ja. Dachte und ich. Und sowieso haben wir lange keinen Croc mehr gefunden, ne? Also Crocs sind aus. Croc Monsieur. Oh, ich hätte Lust auf einen Croc Monsieur jetzt. Was ist Croc Monsieur? Das ist ein Baguette. Ja, das ist ein, genau so eine feine französische Gebäckspezialität. Ich kenne den. Belegtes X-Alphons. Richtig gegrillt, ey, heftig. Shit. Oben ihn. Oben ihn. Ach, hol die mir so. Gut. Was bin ich denn nur für ein Schütze? Ich wollte gerade sagen, jetzt. Oh, ne! Bist du überhaupt Schütze? Ich bin ja, Skorpion. Skorpion, ne? Oh, der hat ein Schild. Ja. So. Und oh, das ist ein Dicker. Das ist ein Dicker. Ob du ihn grillst, du hast nur noch zwei Leben. Schnell, schnell, schnell. Ah. I'm so sorry. Diese oh, nimm irgendeine Wasser. Medizin, deswegen bitte. Deswegen warte doch kurz. Warte, warte, warte. Deswegen ist das ja, hier so deswegen kürzlich. Ist das da so Imba. Komm her, Alter. Unten. Oh. Guck mal, was der alles verliert dann. Ja, ob du... Starkes Exerschild. Ist wie das Exerschild nur stärker. Gehe ich mal von aus. Okay. Du ich würde auf jeden Fall aber sagen, dass du jetzt mal dein wenigstens deine zwei Herzen wieder auffüllst. Ja, okay, warte, Moment. Ich muss mich sortieren jetzt sowieso gerade. Okay. Du kannst ja so lange die Leute unterhalten. See my baby, I want to. Das. Maybe. Nein. Das ist jetzt nochmal nur noch drei Elektroschild. Duo Exile-Boomerang. Der kann bestimmt von vorne und von hinten. Wie A1NA. So. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier Krams. Aber das hier mit dem Elektrozeugs, das ist jetzt ein ganz anderes Spiel auf einmal. Muss ich mich dran gewöhnen jetzt erst. Da war gerade wieder so ein Sound, hast du gehört? So ein Drin. Das bedeutet was? Hier ist was? Geheimnis? Vielleicht sind wir ein Stück vorangekommen. Müssen wir oben lang oder unten lang? Unten wahrscheinlich. Hier sehr, da wo da oben ist ein Gegner. Alter! Oh. Was geht hier? Oh nein, nicht ertrinken, Link, bitte. Alter. Frosch. Vielleicht muss es gleich schnell gehen. Damit kannst du richtig spurten. Was ist das? Hyrule-Gras. Frisches Hyrule-Gras. Beste Qualität. 10 Euro das Gramm. Guter Stoff. Ich bin ja so Spucker sind da. Ja, ja. So, hier ist auch noch ein. Oh! Nein! Ah! Direkt! Aber was? Panzerung? Schießt einer mit Dings? Hm. Haben wir noch ein Panzerungsdings? Oder? Oh, brauche ich nicht. Er ist jetzt hier davon. Holla.
So, ja. Als den anderen Typ. Ja. Den kleinen Bogen-Heini da. Wo ist er? Da. Neues Waffe. Gib ihm mit dem Krogfächer. Schön den Krogfächer drauf pfeffern. Alter, jetzt haben wir hier Pfeile ohne Ende, ey. Ach, guck mal, ich stand da. Da oben ist eine Gatling-Gun. Oh, geil. Oh, geil. Oh, Schwert. Oh. Oh, nice. Nein. Soldaten zwei Händel. Können wir zwar hier nicht vernünftig benutzen im Gewitter, aber ist mal endlich mal wieder eine richtige Waffe. Ist mal eine Waffe wieder, nicht mehr so ein Bumerang. So ah, ouch. War es das da oben? Ja. Ja? Da hinten sind dann noch so zwei zwei Spuckviecher. Aber ich weiß nicht, ob wir uns. Sicher, dass das die einzigen beiden. Ich denke halt immer, in so einer Ecke müsste doch noch mal ein Krog sein, wenn es da noch weiter hoch geht oder nicht. Boah, jetzt haben wir richtig Pfeile, ey. Wir werden gleich halt absch. Alles. Pfeile, Pfeile, Gänschen. Komm, wenn du an die rangehst, kannst du den doch richtig schnell. Ah, so, warte. Kein Elektro. Aber wobei, der würde den schon hier. Ja, aber dann haben wir gleich keinen mehr. No. Dirk ist 99. Dirk ist unsättigungsbar. Kannst du, glaube ich, einfach machen. Siehst du mal, zack, zack. Da kannst du jetzt 3, 5, 6 blasen. Das hätten wir die ganze Zeit machen sollen. Ja. Wo die uns so genervt haben. Ja. Einfach drauf. Ausdauerbarsch. Octorok-Auge. Diese Zutat gewinnt man nur von einem Octorok. Man kann Medizin daraus herstellen oder es verkaufen. Doch, es soll sich auch anderweitig verwenden lassen. Guten Heimweg. Wer geht denn? Ach, Daniel geht jetzt. Daniel. Der geht nach Beiderheim jetzt. Er soll noch ganz schnell soll er schreiben, wie er seinen ersten Tag fand. Was soll er jetzt schreiben, ne? Soll er auch schreiben. Ja. War nett. Die waren ganz okay. Ja, es war. Ich war ein Penis. Das war ach, Marcel. Instagram Story. Ja, okay. Ja. Habe ich ihn gefragt, als er das anhatte, ob er heute Morgen beim Aufstehen gedacht hat, dass er sich im Laufe des Tages zu einem Penis verwandeln wird. Hat er nicht geglaubt. Er dachte, der Tag verläuft anders. War überrascht. Haben wir ihn gekriegt, du. Aber der hat gut abgeliefert heute. Alles er gut. Hat abgeliefert. Und ein paar richtig schöne Flachwitze gemacht. Das war auch absolut sympathisch. Hat er direkt beim was war das? Meeting. Einem nach dem nächsten. Beim Programm-Meeting. Meeting. Hat er direkt, was hat er gesagt? Er hat irgendwas richtig schön Schlechtes gesagt. Ich weiß auch nicht, ich hab's ja nicht aufgeschrieben. Aber ich laufe hier doch. Das mach ich auch in echt immer. Oh, guck mal, wie hoch das ist. Dirk. Ah, guck mal, jetzt haben die ein oder anderen Leute für Flyer geschrieben, habe ich ja gesehen. Nice. Sehr gut, finde ich das. Ja, das ist nämlich gut. Auch hier, der eine, der es auf YouTube guckt. Wenn du wenn du auch Flyer verteilen möchtest, schreib uns doch bei Facebook eine PN oder bei Twitter. Oder. Es hat heute wieder irgendwie geschrieben. Oh. Hallo. Hallo, Link. Hier bin ich. Hier unten. Ah, da unten. Hätte das mal gesagt. So nah und doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Ja. Oh nein. Link, von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf. Okay. Oh. Oha, oh. Boss. Ach, den müssen wir das erste Mal jetzt legen, oder was? Kannst du irgendein Schutzdings nehmen? Oder ihm. Warte mal, Blitzpfeil! Nein! Ah! Das war aber harmlos jetzt. Hat dich auch noch peripher erwischt. Sehr gut. Guck mal. Was? Hä? Warum? Warum? Weg. Warum auf einmal? Moblin-Herz. Diese geschätzte Zutat erhält man von besiegten Moblins. Ihr unangenehmer Geruch macht sie zum Kochen unbrauchbar, doch zusammen mit Insekten ergibt sie Medizin. Daniel-san, komm gut nach Hause. Tschüssi. Wir schreiben, ne? Hadalan, Daniel-san. Wir melden uns. Wir melden uns. Hast du gut gemacht mit dem Penis heute. Wir melden uns. Wir melden uns. Probearbeiten. Ist das nicht aufregend, dass Leute bei uns Probearbeiten? Denke ich schon. Erst ein Prakti und jetzt macht einer Probearbeiten.
Man könnte meinen, das ist ein Unternehmen, was wir hier aufbauen. Das wäre ja was. Stell dir das mal vor. Aber jetzt machen wir auch eine Unternehmung hier. Oh ja, wir machen hier erstmal Schleichlinge farmen. Hm. Hier, von links nach rechts wollen sie, dass man läuft. Thorsten Gesandter. So, ich bin wieder da. Frisch geduscht, frisch rasiert und voller Elan, um schlafen zu gehen. Aber du willst doch jetzt nicht schlafen gehen? Nee, nix hier. Schön. Wir machen auf jeden Fall Zelda. Bis 11 Uhr heute. Zelda, noch anderthalb Stündchen. Oh, nice, wir haben richtig Zeit. Vielleicht schaffen wir heute mal was. Meinst du? Nee. Bisher haben wir nichts geschafft. Was ist das? Ein Rehkitz. Hi. Bambi. Ob ich's töte? Wo ist Robin? Das hab ich schon mal gemacht, genau den Witz. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Das ist ein Edelwild dafür. Ja, ist Edelwild. Oh, ich sehe das schon. Mmh, was grillen. Es hat uns angeguckt und ist nicht weggelaufen, weil es dachte so, oh, ein Freund. Oh. Really? Oh. Im Ernst? Ja, den können wir auch später noch machen. Nein, Spiel. Dann sparen wir später, aber es stresst dich nicht. Es stresst mich. Wir werden es vergessen. Down in the past, where am I? Ich hab's jetzt schon vergessen. Das ist ein Vogel. Oh, huch. Huch, naja. Jetzt kann man sich das mal leisten, auf so ein Biest zu schießen. Ja, mussten immer sparen. Vorher, wie mit der Heizung? 94 Pfeile. Ob die Heizung, ob ich die Pfeile, Heizung Pfeile, Oktober wieder ausgemacht? Bestimmt, ne? Ich bin ja eigentlich so ein Sparfuchs. Oh, sind die Gegner? Mal so. Huch, was war das? Oha! Oh. Der ist neu. Ich hab's verstanden. Oha. Oh. Wow. Schnell Lebensding auch nehmen. Ja. Hätte ich gegrillt. Wo kommen wir jetzt wohl wieder raus? Keine Ahnung. Also Autospeicher hat er gerade gemacht. Aber nur Autospeichern. Ah, ich glaube, das ist... Ah ja, alles cool. Puh, alles safe. Aber unsere Kohle ist weg, ne? Wie? Komplett? Nee, doch nicht. Alles gut. Dann ist ja alles gut. Ist nichts passiert. Wo ist der Stress? Sie sind stressen. Fuck you! Das gibt's doch nicht! Leben nehmen, Leben nehmen, bitte. Noch so nicht. Dass er immer den scheiß Dings verlieren muss, aber auch. Er killt dich, wenn er jetzt trifft, ne? Ist klar jetzt. Ich würde noch mal Leben zu mir nehmen. Holzschild, komm schon. Aber die anderen Sachen müssen hier noch liegen, ne? Du, Exzellenze. Wir sollten gleich versuchen, die noch irgendwo herzubekommen wieder. Ja. Jetzt fallen. Sind gelegt. Sind Lücken. Lob. Oha! Sowas gezaubert, ey, das kann ja nichts. Gelbes Schleimgelee. Ein schwabbliger gelber Haufen. Wenn man ihn berührt, bekommt man zwar keinen Stromschlag, aber es kribbelt gewaltig. Bei Erschütterungen rockt die Umgebung. Das macht keinen Sinn. Sorry, warte, ey Leute, es tut mir leid. Das war jetzt einfach wieder Scheiße von mir. Ganz im Ernst. Es tut mir wirklich leid. Jetzt habe ich dasselbe Schild wieder aufgehoben. Oh, der Duo-Extra-Bumerang war auch nicht schlecht. Oh. Der war Duo. Zweifach. Aha. Elektrostab. Im Stein des Stabs soll die Wut der Gewitter des Hyrule-Gebirges eingeschlossen sein. Er verschließt verschießt Elektrokugeln, ist aber nicht für den Nahkampf geeignet. Nice, das will ich. Ist das jetzt unter Nahkampf oder was?
Nee, das ist eine Fernkampfwaffe. Ja, ja, aber ist sie denn unter Bögen auch? Nee. Nee, ne? Wollte gerade sagen. Spannend. Geht die auch kaputt irgendwann? Nee, ja, denke ich. Oh, es fliegt weg. Geil. Ja, das ist mal wieder eine coole Überraschung jetzt, was Neues. Vor allem kann man damit jetzt schön diese Wasserviecher schon im Wasser grillen, ja, ja, von Weitem. Ja, stimmt. Das wird ein Fest. Das werden wir tun. Wollen wir hier nochmal Kisten sprengen, oder? Ach, nee, ey. Nee, keine Lust. Was ist das? Weiß nicht, aber es gab schon mehrere solche Stellen, ne? Ja? Ja. Warum hast du nichts gesagt? Die Geschichte des Volkes der Zoras. Erster Zusatz. König Dorephan entzieht einem Besucher das Gastrecht. Moin, Buddy. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorephan durchquert ein verirrter Wächter das Zoraner Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos, ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorephan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf dem Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von dieser mutigen Tat, priesen ihren König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Ihr habt jede Menge verpasst, kurz hat Dirk gespielt und ist sofort Game Over gegangen. Und wir haben den Blitzstab gefunden. Blitzdings. Und wir haben ganz viele Elchafos getötet. Ex-Alphos. Ja. Ex-Alphons. Und wir haben richtig gerockt. Ich muss auch mal über unter so einen Stein drunter gucken. Da waren doch auch Crocs manchmal, ne? Aber oh, hier noch eine andere Rüge. Maxi-Rüge. Guck mal unter den Stein drunter. Vielleicht ist dann. Da ist nichts. Never ever. Amina war ganz schön lange mit dem Daniel weg. Hm. Jetzt hat sie ihm noch den Weg zum Bus gezeigt. Den Weg zum Bus hat sie gezeigt. Das ist ja nett von ihr. Amina ist auch auf uns jetzt. Wollen wir hier runterflattern? Ja, ne? Oh, warte, ist ein Gegner? Wo? Da. Da, oh jo, ein großer. Gib ihm von oben. Ich werde ihn blitzen. Blitzdingsen. Blitzdingsen, okay. Guck mal, das hat richtig gut geklappt. Ja. Fahrcharakter, okay. Ich gebe ihm mit dem hier. Gib ihm doch einen Bogen. Gib ihm doch den Elektrobogen. Ach. Na gut. Hier! Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Zack, zack. Du! Vogel! Ja, flieg besser weg. Erschreckt vor den Vögeln. Ja, hast du? Ja, hab ich gut. Oh, das wollte ich nicht. Boah. Da kamen sie gar plötzlich. Oh, noch eine. Pow! Oh, war da gerade ein Hängerchen? Hatten wir einen Bildschirmfreeze? Ganz kurz, ja. Das haben sie ja gepatcht, ne? Angeblich, genau. Merkst du aber schon, wie die umfallen, ne? Ist total witzig. Also direkt tot. Das ist, genau, es gab halt einen Patch zu Zelda, wo sie die Frame Drops, die wir ja schon ein paar Mal hatten, gerade zu Anfang, das haben wir jetzt rausgepatcht. Ist, okay, okay. Ist weg. Dann aber das war jetzt gerade ein bisschen sehr. Das ist ein übrig gebliebener. Ja, der war einfach, ich meine, es war sehr nah und sehr viel auf einmal. Da musste viel gerendert werden gerade. Rendering. Ich will ein Schlaf-T-Shirt von No Decision, sagt Kissy. Das ist bei eBay, kleiner Zeichen. Oh, gehen wir uns das? Wir haben bisher noch keins von den Dingern durchsucht. Untersucht. Die Geschichten des Zoras und die Sage von dem Helden, der bezwang. Leut. Wie von Dorephan, König der Zoras. Bisher, da trieb ein Leune auf dem Don sein Unwesen und versetzte das Angst zum Schreck. Doch dann kam ein lang die Listen am Dorf bringen. Zora-Helm, den er wird seitdem in einem heiligen
Heiligtum nahe des Sees im Norden des Erwart. Lobpreis sei den Ehrentaten des Janas. Die Schrift ist arg verwittert. Man kann es kaum noch lesen. Jeder kann das lesen. Habt ihr es gerade gemerkt? Man hat es kaum noch lesen können. Oh, beautiful. Look at this. This is so much. So much beauty. Such much wow.